Poštovani gospodine Petroviću, za prijedlog jeste, dragi sunarodnici, poštovani oče Ljubomire. Zbog situacije da smo već premašili limite, skratit ću referat, razumijem, vjezni čontor špet ih jedan referat, mi bi se kuc spasen. Ich werde das anfangen mit, ich werde mich zuerst bedanken beim Dr. Sturm für die Initiative, die er also mit, mit der Gedenktafel ins Leben gerufen hat. Und das ist auch für uns selbst Historiker eine große Ehre, dass unsere Gefallene im Jahre 1919 auch eine anständige Würdigung bekommen haben. Übrigens, das ist, ich nehme an, also ein Prozess, der fast 100 Jahre gedauert hat. In den serbischen Medien bis vor 2, 3 Jahren konnte man ruhig lesen über die Geschehnisse in diesem Raum nach dem Ersten Weltkrieg. Also bekannt in der serbischen Geschichtsschreibung als der Kampf um die Nordgrenze. Aber es wurde immer behauptet, es gibt keine Gedenktafel. Also es sind sozusagen vergessene Soldaten, vergessene Gefallene, die nicht mal, also die niemand mehr kennt, selber. Und ich denke, mit diesem Ereignis von heute ist ein kleiner Schritt nach vorne gemacht worden und also hoffentlich wird das auch in Zukunft der Fall sein. Jetzt möchte ich, vor allem bin ich schon an meine serbische Gemeinde, die 15 gefallenen serbischen Soldaten aufzuzählen. Ich werde es in der serbischen Sprache also sagen. Danas su na spomen tabli koja je otkrivena u Felkemaku na teritoriji Osijeske savezne pokrajine Koruške pomen napokon dobili pripadnici 26. pešadijskog puka, odnosno Ljubljanskog pešadijskog puka sastavljenog od dobrovoljaca povratnika iz Osijeskog zarobljeništva, kojim je komandovao inače izvjesni Milovan Milosavljević, kapetan. Pali su za otadžbinu redom Sava Stanojević iz Vrbova kod Vladičinog Hana, poginuo 12. januara 1919. u Ozenbahu kod Sankt Jakoba u Rozentalu, sahranjen u Jesenicama. Na istoj lokaciji život su izgubili i na istoj lokaciji su također pokopani redom Dimitrije Petrović iz Stupice kod Paraćina istog dana, 12. januara 1919. i redom Dragoljub Savić iz Vinče. 3. maja iz istog puka život je za otadžbinu položio redom Mile Slavnić iz Gline. U toku borbi u maju 1919. godine živote za kralja i otačbinu, kako se to tada zvalo, su položili pripadnici 7. pešadijskog puka kralj Petar I, koji se nalazi u sastavu Dunavske divizije, redov dobrovoljac Rade Janjanin iz Zagreba, kapla rezervista Nikola Mihajlović iz Malog Oroša kod Smedereva, kaplar Nikola Lilić iz Malog Oroša kod Smedereva, redov Konstantin Matejić iz Dubravice kod Požarevca, redov Ljubo Stepanović iz Kumodraža, danas u sastavu Beograda, narednik Milutin Andrejević iz Ljubatovice kod Bele Palanke, čin nepoznat vojnik Jovan Matković iz Velikog Gradišta, odnosno krajem maja, početkom juna, pripadnici 8. pešadijskog puka knjaza Aleksandra u sastavu Dunavske divizije, koje su se nalazile u okviru redovnih trupa Srbije koje su operisale na ovom prostoru do 6. juna 1919. kada su zauzeli Klagenfurt. Život za otadžbinu su dali narednik Petar Milić iz Beograda, redov Svetomir Predić iz Lozovika kod Velike Plane, redov Ljubiša Milenković iz Vodice kod Smederevske Palanke i redov Milan Ristić kod Bašina iz Smederevske, pored Smederevske Palanke. Slavni. Und jetzt werde ich mich kurz fassen, also ich habe
geplant, einen halbstündigen Vortrag zu halten, aber das wird sich jetzt nicht ausgehen. Und da werde ich mich nur an gewisse Punkte und Fragestellungen in der gesellschaftlichen Geschichtsschreibung heute, beziehungsweise Abbau der Stereotypen, die bis heute im Kärntnerraum vorhanden sind, gegenüber selber eigentlich die selbische Haltung zum Thema aus heutiger Sicht erklären. Wie Sie es wissen, in diesem, also der Name gefallen sagt, also da waren eigentlich Freiwilligen, beziehungsweise das waren die serbischen Kriegsgefangenen, die als sie nach Slowenien gekommen sind oder in Ungarn, in damals neu gegründete Königreich gekommen sind, und dann wurde sie rekrutiert vom slowenischen General Rudolf Meister, um eingesetzt zu werden im Kampf um Syrgebiet Kärnten, was auch später zum Thema bei der Volksabstimmung 1920 war. Außerdem, also wie gesagt, es waren auch die serbischen Truppen mit dabei. Heutige Geschichtsschreibung, zumindest die Serbien, kennt diese Gefallenen nur am Rande. Also es wurde keine Publikation, keine Monographie geschrieben. Es gab Versuche, es gab Ankündigungen, einer unter anderem war auch der slowenische Historiker Lojze Ude, aber leider kam also diese Monographie nicht zustande. Die Serben haben operiert. Die Ansicht der Slowenen auf einer Seite und der Serben war verschieden. Das muss man klar trennen. Was die Slowenen anbelangt, ich will nur zwei Punkte ansprechen. Also einerseits werde ich den bekannten slowenischen Schriftsteller, aber auch politischen Analytiker Ivan Sanka nennen. Also Ivan Sanka hat bereits 1913 einen Vortrag gehalten. Dieser Vortrag hat geheißen Slovenci in Jugoslawani, also Slowenien in Jugoslawien, wo er klar gesprochen hat, dass ein gemeinsamer Staat mit Kroatien und Slowenien zwar möglich ist, aber dass es nur ein politisches Bündnis ist. Und Sanka hat schon damals These entwickelt, dass für einen aus dem Krain, für einen Bauer, eigentlich ein Tiroler Bauer viel näher von der Mentalität, von Lebensgewohnheiten und von der Vergangenheit, also er hat viel mehr Gemeinsamkeiten mit ihm als mit einem kroatischen oder mit einem serbischen Bauern. In Serbien war es wiederum anders, also wir haben in Serbien de facto zwei Fraktionen. Einerseits hatten wir Regierungschef Nikola Pašić, heute ist er bekannt als Großserbe, also der sich eingesetzt hat, dass alle Gebiete, die die serbische Armee 1918 eingenommen hat, dass sie dann auch von Serbien verwaltet werden. Natürlich nach Wunsch, weil im Endeffekt haben die Großmächte in Versailles entschieden, wo die Grenzen gezogen werden. Andererseits hat man König Alexander, und der ist auch in diesem Film nicht unbedingt, also nicht schön, also nicht positiv dargestellt, besser gesagt. Und König Alexander ist bis heute sehr umstritten. Also heute ist, es gibt einen Schatten über seine historische Rolle in der serbischen Folge, und es wird eher negativ statt positiv. Also gerade weil er einen Staat gegründet hat und an einen Staat geglaubt hat, dass im Endeffekt zweimal in die blutige Kriege erloschen worden sind. Also wir haben 1945 das Dokument gesehen, und dann hat man auch eine kommunistische Regierung und auch Diktatur, das hat auch sein jähes Ende in den 90er Jahren gefunden. Also die serbischen und auch die nicht-serbischen Historiker fragen sich, also die Serben haben sich nicht gehalten an ihren Grenzen um 1914, also die Grenzen waren an Donau, Save und Drina. Und war das eigentlich die Okkupation der nicht-serbischen Gebiete? Also selbst wenn der König Alexander, der Regierungschef Nikola Pašić einig gewesen wären, dass Serbien, die serbischen Truppen eigentlich da bleiben, dass sie sich nur auf eigenes Staatsgebiet vor dem Ersten Weltkrieg begrenzen, die entscheidende Rolle hatten die Franzosen gespielt. Also die Franzosen, vor allem also als Großmacht, waren diejenigen, die eigentlich möglichst mehr in Richtung Nordwesten vorgingen. Vor allem gegenüber deutschen und ungarischen Truppen. Entscheidende Rolle hat gespielt der französische General Franz de Perret,
und dieselben waren unter seinem Kommando. Also es war eigentlich nicht zu erwarten, dass dieselben sich aufhalten werden an ihren Grenzen von 1914. Parallel nach dem Zusammenbruch der Monarchie hat sich eine Stadt gebildet, eine provisorische Stadt gebildet, auf dem Gebiet des heutigen Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und nördlich von Serbien, Vojvodina. Und das hat sich der Staat Esheiz genannt. Also, beziehungsweise, also wir haben nicht Königreich, sondern den Staat. Und es wurde eigentlich verwaltet vom jugoslawischen Komitee, der in Paris Sitz hatte und wurde auch geführt vom kroatischen pro-jugoslawischen Politiker Dr. Ante Trubic, aber auch der slowenische Präsident des Nationalrates Anton Krošec hat da also Einflussrecht gelegt. Also schon damals gab es politische Unterschiede zwischen Kroaten und Slowenien auf einer Seite und der Serben auf der anderen Seite. Wie sollen wir eigentlich den Staat neu organisieren? Gab es Konflikte damals, waren dieselben unerwünscht, also es gibt in der Geschichte, also in der Zeit des Geschichtsrevisionismus der letzten 30 Jahren auch solche Vorwürfe, aber die Geschichte belegt, dass dieselben Truppen, als sie in die Sage einmarschiert haben, das hat gerade Regiment von der Donau-Division gemacht, also dieselben wurden eigentlich als Befreier empfangen. Also wir haben da auf jeden Fall kein Konflikt und keine Eroberung Serbiens von Kroatien, Slowenien oder Kärnten. Ich möchte auch hinweisen, dass wir in der Geschichtsschreibung auch verschiedene Richtungen und Tendenzen auch eigentlich von den totalitären Systemen beeinflusst hatten, vor allem in kommunistischer Zeit. Und es wurde die Geschichte, also die Geschichte 1919, also Kampf um Nordgrenzen, wurde auch aus kommunistischer Sicht neu formuliert, neu strukturiert, eigentlich zum Zwecke der sogenannten kommunistischen Revolution. Einer der bekanntesten Vertreter, also sogar spät bis in die 80er Jahre, war eigentlich der serbische Historiker Branko Petranović, aber es gab noch einige Historiker, die ähnliche Haltung vertreten habe, einen davon ist aus dieser Zeit auf jeden Fall Dušan Bilandžić, der kroatische Historiker. Sei es von den Kroaten auch erwartet, dass sie das vertreten, von denselben waren sie eigentlich auch ideologisch gespalten. Petranović hat eigentlich eine Lüge verbreitet. Er hat behauptet, dass serbische Staat, die serbische Film 1914, hat sich auf die serbische Frage, also die Lösung der serbischen Frage in einer größeren Stadt orientiert und er hat behauptet, die Serben haben eigentlich, wollten einen Staat, wo alle Serben in dieser Stadt leben und die Grenze soll eigentlich bis Klagenfurt, also bis Zelovec, sich ausstrecken, eine historische Lüge, alles was wir eigentlich haben und in dieser Richtung ist Entwurf von sogenannten Großserbien, von einem der Ideologen von Chetnik-Bewegung, kolloquial gesagt, also von Stevan Moljević, aber er hat diese Pläne erst, also auch Ironie, mitten im Zweiten Weltkrieg und erfasst, was wir NDH-Staat und ein Massenmord an den Serbien in Kroatien hatten. Es wird auch diese, es gibt auch Vergleiche, dass Befreiung der südslawischen Völker und die Rolle Serbiens auch, es wurde mit Piemont, also in Italien, verglichen. Für mich eigentlich zu romantisch. Serbien hat eigentlich nur seine partiellen Interessen vertreten und auch in Kooperation mit anderen Völkern. Also es war eigentlich politisches Handeln von Tag zu Tag. Es war keine fixe Politik. Zwar die serbischen Kriegsgefangenen, die auch in Maribor ausgestiegen sind und dann haben sie sich in Sede, in Maribor oder in Ljubljana der neu gegründete Regiment angeschlossen, die haben eigentlich eher aus Rachesucht oder aus eigentlich Revanchismus gehandelt und dann sind sie auch in diesen Raum vorgedrungen. Also ich kann mir nicht vorstellen,
dass sie eine Vorstellung vom neuen Staat haben und dass sie verstanden haben, was eigentlich ein Dreivölkerstaat bedeutet in diesem Moment. Die Frage des Zentralismus ist wiederum eine neue Frage, aber wie gesagt, das sind alles im Nachhinein Interpretationen, die in die innere Zeitrechnung zu bringen sind. Es gibt auch, man spricht auch von einem Konzept, also von verschiedenen Konzepten, also von föderalistischen Konzept Jugoslawiens, von konföderalistischen Konzept, von zentralistischen Konzept. Und das ist eine partielle Formel der Wahrnehmung der Geschichte und damaligen Situation in diesem Raum. Es gibt auch alternative Interpretationen und die werden in der Geschichtsschreibung auch immer lauter, besonders im Konzept von Jugoslawiens. Es gibt eigentlich fünf Punkte. Ein Punkt ist, warum Jugoslawien gescheitert ist und warum Jugoslawien sich auch hier nicht umgesetzt haben, also warum die Slowenen, also die Kernslowenen meistens den Verbleib in Österreich gewählt haben und nicht Anschluss an den SS-Staat. Man hat gesprochen, also es gibt These, dass diese kleinen Sentiments auf konfessioneller, auf nationaler, auf sozialer Ebene eigentlich immer stark vorhanden, also waren und dass sie eigentlich nicht unüberwindbar waren, dass die Katholiken und Orthodoxen nicht zusammenleben können, also da niemand zum Schisma. Es ist eigentlich eine legitime These, aber es hat weniger Rücken, also diese Behauptung. Es gibt auch eine diskriminierende These, dass die sitzlawischen Völker nicht imstande waren, sich neu zu organisieren, allein zu herrschen. Und das Problem war, dass sie eigentlich sehr, sehr, sehr lange unter den Fremdherrschaften gelebt haben, also Sprichwort Kamerarchie und Osmanisches Reich. Es gibt auch eine fatalistische Konzeption, dass alle Probleme Jugoslawiens im Akt vom 1. Dezember 1918 sich befinden, als man sich auf diesen jugoslawischen Staat entschieden hat. Es gibt auch eine Konzeption des sogenannten Sanitär-Cordons. Das kennen wir, es heißt, nur deshalb gegründet wird, damit die Oktoberrevolution sich nicht vom Osten Richtung Süden ausbreitet, ist eigentlich eher eine These von damaligen Meister der angewandten Dialektik, einen gewissen Lenin. Und es gibt auch eine These, dass Königreich SHS schlicht und weg ein Produkt des Versailler Vertrages ist und diese These, wie die meisten erahnen, also hat auch die NSDAP in Deutschland benutzt und missbraucht. Also alles in allem, die serbische Frage ist bis heute nicht gelöst, nicht geregelt. Und wenn man die serbische militärische und politische Haltung und Handlung in diesem Raum von Slowenien betrachtet in dieser Zeit, man muss sich nicht nur auf Kämpfe konzentrieren und denken, dass nur diese Truppen ein Ziel hatten, Kämpfe einzunehmen, also Fragen, sondern es war eher ein politisches Kalkül. Die serbischen Truppen wurden vor allem Richtung Nordwesten geschickt, um die Italiener aufzuhalten. Es gibt auch einen gewissen Stefan Schwabitsch, einen Oberstleutnant, der immens beigetragen hat mit seinen Truppen, dass die Italiener aufgehalten worden sind, dass sie nicht Laibach eingenommen haben. Die Slowenen bis heute haben auch Schwabitsch respektiert. 1930 hat er unter anderem auch ein Denkmal bekommen, Straße hat er auch
vorher. Also in diesem Moment, in dieser Zeit, waren die Jugoslawen, also es heißt besser gesagt, einfach nicht imstande, sich in einen Kampf gegen die Italiener zu stützen. Also es heißt, Stadt hat damals ca. 150.000 Mann unter Waffe gehabt, während die Italiener 4,5 Millionen. Also 1920 hat Eskalstadt nur 9 Panzer gehabt. Deshalb war eigentlich das Kalkül, dass wir versuchen, das war auch sowjetisches Interesse, dass man nach Kärnten, nach Norden vordringt. Und es hat, also, es hat auch diese Kämpfe gegeben, aber inwieweit dieselben interessiert waren, ist bis heute fraglich. Also ich glaube es eher wenige Einzelne und natürlich der König. Ansonsten kann man also nicht von einem also dass man Hass gegenüber Kärnten empfindet oder dass man irgendwelche Expansionen damals also zum selben vom zuzuschalten wollte, zumindest aus eigener Sicht. Damit ich nicht mehr euch die Zeit stelle, wieder da beenden und mich bedanken. Ich bedanke mich für den ausgezeichneten Vortrag und bitte jetzt Marian Sturm kurz